Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Infinite World. Ich bin's, der Black. Und in der letzten Folge haben wir ja hier einen Energy Core zusammengezimmert, der aber, ja, nicht funktioniert hat. Warum? Wer aufmerksam ist, wird sehen. Der hier ist viel kleiner. Das liegt auch daran, ich habe hier noch jede Menge, Draconium übrig. Ich habe noch jede Menge Redstone übrig, was ich vorher verbaut hatte. Der hier ist einfach mal viel kleiner, weil ich ein Trottel bin und den zu groß gebaut habe. Ich habe den ein bisschen zu groß kalkuliert. Ich hatte die letzte Stufe, sagen wir mal, die als, Draconium ist, hatte ich versehentlich mit Dingens eingerechnet. Mit Dingsbums hier, mit Redstone. Und deswegen ist der eine Stufe zu groß geworden. Den T8 gibt es nicht. Gibt nur einen T7. Und jetzt probieren wir mal, das Ding anzuschalten. Gucken wir mal, ob wir diesmal Erfolg haben. Ja, sieht doch schon deutlich besser aus. Der einzige Nachteil ist jetzt halt, dadurch, dass der kleiner ist, passt das hier nicht mehr ganz. Das heißt, ich werde es mal hier machen, dass ich hier diese Dinger wegnehme. So. Plop, plop, plop. Hier die Mauer an der Seite lassen wir stehen, den einen. Das kann ich auch. Ja, ist egal, welche ich da nehme. So. Gehe hier entlang. Werde hier ebenfalls, da wo der Energy Core draufsteht, ebenfalls noch, oder der Teilchengenerator draufsteht, ebenfalls noch eine Mauer hochziehen. So, hier halt. Dann müssen wir nochmal nach oben gucken. Da. So. Hier auch. 1, 2, 3. Hier. Hier machen wir das Teil rein und der Rest wird dann halt mit Glas glasiert. Und dazu müssten wir das erstmal ein bisschen Glas holen, deswegen gehen wir mal hoch. Sorgen oder entsorgen alles, was ich hier so einstecken habe und nicht mehr benötige. Das wäre das hier. Jede Menge Draconium. Schön. Und das raus. Laborblöcke raus. Laborblöcke, das, das und das. Okay. Und dann gehen wir mal hier auf diese Seite und gucken mal, dass wir nicht hier rein können. Nee, ich wollte ja eigentlich nur. Achso, Glas, genau, Glas. Glas war, glaube ich, hier ein bisschen was. Normales nur. Ziemlich klares Glas ist auch nicht das, was ich will. Quarzglas, explosionssicher ist ebenfalls nicht ganz meine Devise. Dann müssen wir doch hier reingucken. War das doch hier drin? Glas. Erleuchtetes klares Glas. Genau das will ich haben. War's schon? Na gut. Da werden wir auch noch ein bisschen mehr brauchen von. Denn, wie gesagt, hier hinten ist ja auch noch auszubauen. Und das wird schon werden. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich könnte zwar jetzt sagen, ach komm, haust du nicht bei jedem Erleuchtetes rein, aber wir haben es doch. Und warum sollen wir die Materialien nicht nutzen? Warum sollen wir nicht ein bisschen verschwenderisch sein? Was ist denn hier drin? Achso, die Dimensionsscherben, die mir der liebe Mariandos zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank. Das wäre auch noch eine Option, dann halt eben so eine RF-Dimension zu machen. Oder eine F-Tools-Dimension, damit halt wirklich für alle genug Draconium da ist. Nicht gleich. Nicht gleich. So. Man muss es ja nicht übertreiben. Könnte auch eigentlich. Fällt mir jetzt gerade so ein. Wir haben doch genau den Baumeisterstab noch mit. Hep. 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 Na gut, hier unten geht's schlecht. So geht's aber. Und dann könnte ich eigentlich von hier. So. Gucken, dass wir nach oben kommen. Und das dann nach oben machen. Ja, hier komme ich ja wieder nicht hoch, verdammt. So geht's. Sehr schön. Und damit hätten wir hier erleuchtetes Glas. Wir haben hier jede Menge Energy im Energy Core, der irgendwann mal gespeichert werden muss. Ich muss natürlich noch die entsprechenden Dinger hinstellen. Das werden wir bei Gelegenheit machen. Da werde ich nochmal hier aufmachen müssen. Diese entsprechenden Dinger könnte ich auch direkt mal basteln, denke ich mal. Das waren diese Energiepylonen. Energiepylonen. Muss ich nur finden, ne? Lalalala, wie hießen sie denn da hier? Energiekern. Ne, das war er nicht. Der ist der Energiekern. Dann ich guck mal bei RF-Tools allein rein. Sonst finde ich das hier nicht. RF. Strich. Ne, ohne Strich. Tools. Okay. War ja auch relativ weit oben. Die Dimlets hier unten brauchen wir nicht. Ach nee, das ist ja Draconic Evolution, ich doofkopf. Draconic Evolution. So, wie sieht es denn hier aus? Hochspannungsmast, genau die brauche ich. App. Mir fehlen für den Hochspannungsmast 2 Draconium. 1. Oha. Oh, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir kein Draconium mehr. Gott sei Dank war ja was übrig. Nee, warte mal. So will ich.
Nee, doch, war schon richtig. So, genau. Hallo? Ah nee, ich will die ingertialen Blöcke machen. So ist richtig. Ja, lalalalalala. Bleck der Droppel. So, aha. 36, das reicht auf jeden Fall für den ganzen Schmeißzeug hier. So. Hochspannungsmast. Nehme ich mir gerne. Oh, kriege ich gleich zwei raus. Auch gut. Dann habe ich einmal zu viel Draconium auseinander gemacht. Ist aber egal. Und einen Energiekern zu viel, aber auch das ist egal. Oh, Mubel ist da. Und welcome on board. So, normales Glas brauche ich dann auch nochmal. Zwei Stück. Quarzglas, Glas. 1, 2. Und ja, Tesserakte. Habe ich da schon was vorbereitet? Nee, ich habe aber einen einstecken. Ich brauche aber noch einen zweiten. Das heißt, wir machen erstmal so hier. Beziehungsweise ich werde mal den einen. Der wird ja sicher einen Grund haben, warum der hier ist. Quarzglas. Haben wir da. So. 1, 2. Werde die mal schnell befüllen gehen. Schlüpsala. Okay, hier hin. Müsste ja noch was drin sein, ne? Ja, resonantes Ender. Noch mehr als genug, um die zwei Dinger zu befüllen. Hier haben wir noch ein bisschen Enderium, wenn wir es denn mal brauchen. Im Moment nicht. Wobei, bei Gelegenheit schon. Könnte sogar sein, dass ich bei Gelegenheit mal wieder eine Enderium-Runde mache. Denn ich will ja meine Energie auch ein bisschen upgraden. Und die Energie, sagen wir mal, Erzeugung ein bisschen upgraden. Dazu muss der Reaktor geupgradet werden und ich brauche ein paar mehr Maschinen. Also Maschinen nicht, Turbinen. So, komm, wir sind fertig. Will ich ja nicht übernachten. Los. Jetzt rede ich hier mit dir. Ist aber voll, ne? Ja, doch, jetzt. Ne, doch nicht. Jetzt hat das. Okay. Sub, dauert manchmal seine Zeit. Aber was muss, das muss. Tesserakt. So. Bronze. Oha. Jetzt könnte es eng werden. Bronze kann nämlich sein, dass ich dann nichts mehr habe. Mhm. Und doch habe ich. Okay. Und trotzdem, auch Bronze wird wohl oder übel irgendwann mal gemacht werden müssen. So, wie sieht es hier hinten aus? Voll ist er, der wartet nur wieder ewig. Na komm, mein Freund. Enderium Blöcke. Da. So weit, so gut. So. Tesserakt Rahmen. Dann hätten wir zwei Tesserakte. Und natürlich noch Tesserakt. So. 1, 2. Und 3. Und 4. Damit hätten wir jetzt wieder zwei Tesseraktchen mehr. Die brauchen wir natürlich logischerweise zum Einstellen für den Hochspannungsmast und die ganzen Energiekern. Was ich mich frage ist, ob es möglich wäre, das vielleicht von hier oben einfach hier von der Ecke nach unten reinzuleiten und das hier unten von der Ecke. Das wäre vielleicht, würde vielleicht gar nicht mal so schlecht aussehen. Wir machen mal kurz dafür auf. Dankeschön. Und gucken mal, ob wir hier oben in die Ecke überhaupt reinkommen. Ob das funktioniert. Weil ich weiß nicht, ob die auch untenrum machbar sind. Also mit untenrum meine ich, ja, untenrum halt. So. Heißt im Klartext, ich brauche erstens hier einen Tesserakt. Den können wir schon mal hinstellen. Und sagen hier, Besitzer natürlich erstmal vollständig offen. So. Energie, Hauptenergie aus Speicher und Energie ist das, wo es reingeht wahrscheinlich. Ja. Warte, muss ich mal nachgucken, das ist doof. Ja, das Problem ist natürlich, dass ich jetzt einen Energiekern dazwischen haue, der so in der Form ja noch nicht da war. Beziehungsweise ich kann es auch einfach einstellen wie den oberen. Das wäre vielleicht eine Maßnahme. Gucken wir mal hier hoch. Hopp. Also wir haben hier Query. Wir haben hier Farm. Wir haben hier Hauptenergie aus Speicher. Sehr gut. Dann gucken wir mal hier unten drunter. Welcher war wie eingestellt hier? Da könnte ich fast Leitung verlegen. So, Energie. Weißt du was? Ich lege hier Leitung. Dafür haben wir ja hier hinten ein paar von den Dingern gemacht. Wie hießen die denn? Kryo irgendwas? Nee. Na, ich sehe ich nicht mehr. Ist egal, ich guck mal trotzdem hin. So. Kryotheum stabilisierte Energie.
Produkte, ne, genau. Kryo wird wahrscheinlich noch nicht reichen, deswegen machen wir da noch mal plötzlich was. Und so. Und so. 4 Stück. Gut. Ich glaube, hier rein müssen die. Oh, Kryotherium ist alle. All verbübscht. Habe ich so viel Zinnober gesammelt? Ja, na gut, okay, dann müssen wir wohl ein bisschen Kryotherium oder was war das, was da reinkam? Musste Kryotherium sein, ne? Ja, ein bisschen Kryotherium zusammenmixen. Nehmen wir uns mal ein bisschen mit. Okay. Und dann hier hinten. Kryotherium. So, nee, das hier brauche ich. Kryotherium-Staub. Gut. In Salpeter und Schnee. Ach so, der Schneeball. weißt du was? Dann lagere ich mal ganz schnell den Zeugs hier ein. Na, einlagern alles. Dankeschön. Okay. So weit, so gut. Nehmen uns ein paar Schneebälle mit raus. Dankeschön. Haben wir ja alles. So. Das dahin. Dann geht da hinten die Maschine auch mal wieder an. Hattet ihr auch nicht. So. Jede Menge Kryotherium. Was heißt jede Menge? Ein bisschen was zumindest. Rein da. Und hier tun wir mal stattdessen umtauschen kurz. So hier. So. Dann dürfte dann auch hier unten genug reinkommen. Genau. Sehr gut. Das passt soweit. Dann kann ich einen Tesserakt sogar sparen. Den spare ich mir dann einfach auf und lege da hinten so das Energiekabel so lang. Wäre eine Option, ne? Das Ding kann ich auch mit wegnehmen. Das war die Reihe, die wir eigentlich nicht brauchten. Ich erinnere mich dunkel. Außer hier vielleicht. Ah ne, da ist ja auch dann was. Ich nehme den Tesserakt mal kurz weg. Plupp. Sehr gut. Und werde das wahrscheinlich dann hier hinten rumleiten. Aber das ist egal. Erstmal ist Wurst. Oder wichtig, dass da irgendwas angeschlossen ist. Das heißt hier hoch. Das zumachen hier. Zu. Und ein normales Glas. Kann ich dich unten ransetzen? Jawohl, das geht also auch. Dann habe ich den damit unten angesetzt. Das ist sehr gut. Und das andere machen wir hier hinten in der Ecke rein. Dann hätten wir hier zwei Ecken sozusagen, von denen das befeuert wird. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee, ne? Den hier hinten rein. So. 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 Boing. Sehr gut. Das eine ist der Ausgang sozusagen, das andere der Eingang. Und dann passt das auch soweit. Vor allem kann ich... Das ist das Schöne daran. Erstmal hier raus. Wie hießen die Dinger hier? Jetzt muss ich die Leitung angucken. Computer Networking Cable. Okay. Networking Cable. Haben wir ja auch noch ein paar. Und ich kann das Ding dann sozusagen hier mit an den Computer anschließen. Das ist das Wichtige daran. Hopp. Ah, wird wieder ein bisschen mehr Kabelei hier. Aber das muss ja auch mal sein. So, weißt du was? Ich gehe mal kurz hier zwischenlanden. Dann kann ich gleich mal hier. So. Und so. Geht besser. Macht sich immer ein bisschen besser. Als nächstes Kabel. Brauche ja noch so einen Port, ne? Wie hieß denn der? @computercraft habe ich keinen mehr. Mist. Ich glaube nämlich, das war so, dass er dann bei der Energiespeicher, genauso wie bei der Energie mit Huten erkennt und der Reaktor dann einfach sagt, ach ja, okay, dann ist der Energiespeicher ein bisschen höher. Sehen wir dann daran, dass dann hier nicht mehr die 83 Energie steht, sondern 0. So, @computercraft, da ist es, Wired Modem, eins mal schnell gezimmert. Die Dinger hier durch die Gegend geschmissen, das ist immer schön, macht nämlich Spaß, deswegen mache ich sowas. Einen anderen Grund hat es nicht. So, okay. Hallo? Oder mussten die an den Teilchengenerator angeschlossen werden? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber ich dachte hier an so einen. Bin mir aber nicht mehr sicher. Ist aber auch egal. So, das Teil hier. Auf der anderen Seite werden wir nochmal reingehen und noch einen Tesserakt setzen. Das ist doof. So, und wir werden das doch ein bisschen ändern.
Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. So. Hopp. So, Itemflüssigkeiten empfangen. Wir gehen auf Dingens. Wir machen hier auf Energiemodus nur senden. Genau. Energiemodus blockiert. Itemmodus nur empfangen. Ja, so ist richtig. So, und ihr geht in die Energie. So, wieder rein. Floink. Dann brauche ich drüben den Tesseract doch. Fällt mir gerade so ein. Es sei denn, ich mache das so, dass ich das hier, ja, Energie. Genau, Energie ist das, was von den Turbinen kommt, ne? Da muss ich gleich nochmal gucken. Aber ich glaube, so war's. Dann gucken wir mal ganz vorsichtig. So, hier. Energie. Okay. Energie ist das, was aus den Turbinen kommt. Das ist dann also richtig. Das kommt hierher. Energie nur empfangen, dann aber in dem Fall. Energiemodus nur empfangen. Sehr gut. Der ist hier verkehrt rum. Muss ich mal anklicken. So. Schluff. Und dann haut der schon jede Menge Energie raus aus den Turbinen, weil die jetzt gerade zufälligerweise an sind wahrscheinlich. Anderen Grund gibt es dafür nicht. Nö, sind sie nicht. Wer weiß. Ist jetzt auch Wurst. Und der hier oben, der kriegt halt die Energie sozusagen in den Tesseract. Das mache ich aber über die Kryotheum-Kabel. Dann brauche ich nämlich nicht mehr ein extra Energieding da oben für den anderen Speicher aktivieren. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich weiß es nämlich nicht. Das ist aber auch unwichtig. Ich wollte nicht rein. Ich wollte raus und hoch. So. Das heißt, wir machen hier quasi diesen Tesseract dann ab. Output 0, Input 0. Ja, weil nichts verbraucht wird scheinbar. Doch jetzt. Mhm. Hat es den leer gezutscht? Nö, ja. Ja, auf jeden Fall steht er hier bei 0. Ich weiß nicht, ob der weiterhin bei 0 stehen bleibt oder ob sich das jetzt ändern wird. Aber das werden wir noch sehen. Erstmal muss natürlich hier ein Energiekreislauf geschlossen werden, damit hier nicht alles ausgeht. 1, 2, 3, 4. Leg den extra hier hinten rum, dann habe ich nämlich einen Wartungsgang sozusagen noch, wo ich dann irgendwann mal lang kann. So. Deswegen hier hoch. Die Kryotheum-Dinger können wir ja gleich schon mal anfangen mit denen, die wir haben. Und dann sehen wir auch gleich, wie viele wollen wir noch brauchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, noch viele. Hier auch. Dankeschön. Und hier hinten. 4 Stück. Das ist viel. Viel zu wenig. Das ist viel zu wenig. Ja. Also, 9. Danke. Kryotheum stabilisiertes. So. 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 Fehlen die Dinger in der Mitte. So. So. Oh, Redstone. Redstone in Energy Duct. Okay, dann machen wir erstmal die Dinger hier fertig. 6. 60. Ja, 60. Da kommen wir beide hin. Das muss dann hier unten rein. So. Okay. Dann können die erstmal befüllt werden. Der Schnee kann erstmal wieder hier rein. So, in der Zwischenzeit macht der natürlich hier ein bisschen weiter mit dem Kryotheum, was er hat. Das ist okay. Müsste dann halt im Notfall neues erstellt werden. So, wir müssten hier unten so langsam mal anfangen, Kabel weiterzulegen. Oh, toll. Es ist sehr toll hier unsere Wartungsaufgaben, aber ja, was muss, das muss. So, 1, 2, hier hinten muss er hin, 3, 4 und dann brauchen wir nur noch die hier in der Mitte. Ich denke mal, das sollte dann hoffentlich reichen mit denen, die ich oben schon über das Energieduct habe. Das heißt, wir gehen da mal hin, holen uns die 25. So, und dann gehen wir hier nochmal hin. So, so, Kryotheum. So. So, 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 2. Das ist voll viel. Quarzglas reicht nicht. Das ist scheiße. Das ist scheiße, scheiße, scheiße. Na, dann gucken wir mal. Netherquarz. Da habe ich tatsächlich nicht mehr viel. Da möchten wir mal bei Gelegenheit was gegen unternehmen. War das alles? Willst mich verarschen? Das war alles. Cool. Okay, wir brauchen bei Gelegenheit Netherquarz. Ich glaube, auch unten habe ich noch was. Das heißt, das dürfte kein Problem sein. Hier, du müsstest jetzt Quarzglas machen. Genau. Dann gehen wir hier die 2 halt nochmal setzen, weil ich sie jetzt habe. Ach ne, die muss ich ja eh erstmal hier
wir fühlen. Das heißt, wir gehen mal hier hin, so. Did it. Okay. Dann bleibt das nämlich hier unten auch erstmal voll. Und dann gibt es da keine Probleme. Da brauche ich nicht nochmal Kryotium ansetzen und so. Hat auch was. So, Quarzglas, gucken wir gleich mal hier hinten rein. Da. Wie dumm. Die dumm, die die. Eins. Elektrum. Ach Mensch. Elektrum. Elektrum. Wie wird das hergestellt? Ich weiß es nicht mehr. Silber und Dingens war es, glaube ich, ne? Silber und Gold. Okay. Gold. 64. Silber. Ebenfalls nochmal 64. Ich glaube, das war 1 zu 1, deswegen können wir das hier einfach 1 zu 1 reinwursteln und gut ist es. Aha, aha. So. Ja, immerhin ein bisschen was an Silber ging auch rein, dann, damit ist alles okay. So, das Teil ist endlich befüllt. Endlich befüllt. Ne, du musst hier rein. So, genau. Okay, du kannst wieder da rein. Dann hätten wir 3 schon mal. 3 ist ja schon mal was. Nicht viel, aber etwas. Gucken wir gleich mal hier hinter. Elektrum, Elektrum, Elektrum. Deistrum, ich brauche Elektrum. Also Spack nicht drum, denn ich brauche Elektrum. Ich könnte natürlich auch einfach die Tesserakte nehmen, aber und nicht die Arbeit. Muss man ja nicht. So, na komm. Schmilz dich durch. Oder auch nicht. Ich nehme mal ein bisschen was raus. Sicher ist sicher. Vielleicht war einfach der Speicher wieder voll, dass der das nicht hinkriegt. Manchmal doof, aber nicht zu ändern. So. 1, 2, 3. 32 Gold habe ich. Dann habe ich noch 32 Silber. Und jetzt dürfte es ja wohl hoffentlich gehen. Ansonsten muss ich da halt nochmal ein bisschen Zwischenschritt machen. So. Ich würde mal sagen, wir beenden mal hier die Folge. Sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo es dann wieder weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschüss.